Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer Folge zu Kirby und das vergessene Land. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Bye! Und damit willkommen zurück zu Kirby und das vergessene Land. Ja, richtig. Gut, ich hab's hinbekommen. So Leute, ich hab's versprochen, jetzt gibt's erstmal ein Minigame. Das kennt der Sunny nämlich noch nicht, das kann man nämlich einmal solo und einmal im Teamjob machen, da müssen wir Wallabies bedienen. Da gibt es einmal den leichten Job, hier siehst du meine Rekorde, den wilden Job habe ich richtig gut gemeistert, warum auch immer. So, da müssen wir entweder Maxi-Tomaten oder Getränk austeilen. Hier müssen wir dann noch zusätzlich Kuchen austeilen und hier dann noch Burger. Wir machen den leichten Job erstmal. Die Burger sehen cute aus. So Leute, zwei Leute, die hier 1000 Waddle-Dees bedienen. Achso, wir hätten schon Kuchen. Okay. Weiter drücken, ich kann mich. Zuerst, und nicht schon warten. Okay. Du darfst ihm auch nicht das Falsche geben. Ja, irgendwann kommt einfach so eine, ich muss alles schnell rausdrücken. Okay. Ja, du musst A drücken, wenden. Wir können, ich kann mich hier nicht reinquetschen. Ja, und du nicht in mich. Du kannst auch an der Form so ungefähr erkennen, was die haben wollen. Ja. Ja, die wollten eindeutig die Maxi-Tomate. Oh, Sunny! Wir haben Hunger! Und Durst. Ich hab mal kurz die Maxi-Tomate war schlecht, deswegen habe ich sie weggeschoben. Da, die war auch schlecht. Kannst du den wegschieben? Ich drück einfach zur falschen Zeit A. Ah. Essen passen. Jetzt geht's richtig schnell. Jetzt musst du schon im Voraus auf die Form gucken. Komm, Sunny! Wieso eigentlich Minuspunkte die ganze Zeit, wenn man falsch drückt? Ach guck mal, unsere Punkte werden zusammengezählt. So, wer hat besser bedient? Na gut. Ja! Gewonnen! Gewonnen! Yay! Na gut, die Flasche wurde aber auch ein bisschen öfter verlangt. So. Schwierigkeit? Ja, zweiter Job. Jetzt kommt Kuchen mit dazu. Okay. Jetzt können wir uns ruhig um... eigentlich sollten wir uns sogar drum streiten, ne? Wegen der Punkte. Ich versuche mich jetzt mal die einzumischen, ne? Wer zuerst kommt, macht zuerst. Nein! Ja! Ja! Nein! Nein! Meine Punkte! Meine! Kuchen! Ja, jetzt kommt die ganze Zeit falsch. Nein, er will Kuchen! Nein! Kuchen! Ja! Meins! Meine Punkte! Was hast du getan? Achso, Essenszeit. Ja, wenn das Bild kurz anhält, dann ist Essenszeit. Ich dachte halt gerade eben, wir spielen im Chor, aber nein, wir spielen eigentlich gerade gegeneinander. Kuchen! Nein! Nein, das Falsche! Ja, Kuchen! Nein! Eins! Nein! Nein! Ich hab einen noch nicht mehr bedient. Okay. Vielleicht kriegst du ja noch den Kunden zufrieden als Bonus. Wenn man sich drum streitet, sieht das irgendwie nicht mehr so ausgeglichen aus. Ja, natürlich. Aber die Gesamtpunktzahl wird auch zusammengezählt. Zählt das ja auch zum Highscore? Nee. So, und jetzt kommt der Burger dazu. Nein! Nein! Ich muss gewinnen! Ich muss zeigen, dass ich der Meisterkoch hier bin! Obwohl, eigentlich kochen wir gar nicht, wir beteiligen es nur. Ich hab sogar extra gerade gewartet. Ja? Immer weiter so, Sunny. Nein! Ja! Ja? Nicht zu sehr die ganze Zeit bitte brühen, bedenke, dass das Mikrofon leicht übersteuern kann. Also, Entschuldigung. Ich habe auch erst an die Tomate gedacht, um fair zu sein. Ja, wir haben beide falsch gedrückt. Oh.
Victory! Sweet, sweet victory! Yeah! This is all you could do with our fans of colors. Wir haben unsere Kunden sehr zufrieden gehalten. Oder? Aber beide Seiten sind gut. Wir haben so oft falsch gedrückt. So, das würde ich halt einfach mal auch gemacht haben, wenn ich den Sunny schon hier habe. Ich wusste halt nicht, dass es Versus ist. Sonst hätte ich halt einfach direkt schon versucht, die ganze Zeit reinzugreifen. Ist aber leider auch das einzige Minispiel hier bei dem Spiel hier. Vielleicht kommen wir. Soweit ich das weiß. So, und jetzt kommt der Bossgegner. Drahtseilakt und Zirkusheld. Über ein paar Bosse wurde ich tatsächlich leider über YouTube schon gespoilert. Ja. Ich habe YouTube nur angemacht. YouTube denkt sich, oh, der macht Projekte dazu. Ich muss ihm was spoilern über sein Projekt. Oh, da, Was kann man hier auswählen? Nur ich kann auswählen. Ich könnte der Schwertkämpfer werden, Bomber oder... Hoppa. Was ist das? Entdecker! Ah. Ist neu. Ja, versuch mich aufzuschließen. Ja. So, ich bin gespannt, ob ich die richtige Fähigkeit genommen habe. Weil eine Fähigkeit wieder immer für eine der Nebenmissionen. Eine bestimmte Zeit meistens. Und manchmal auch No Damage. Nimm den da! Der hat einen Speer in der Hand! Aua! Aua! Ja, No Damage habe ich schon verkackt. Keine Sorge. Darum bin ich Meister. Katzandra! Aua! Lass das doch, liebe Katz! Wahrscheinlich kann man den in der Luft irgendwie runterschießen. Kann ich mir vorstellen. Oh, ich hab Scheinwerfer nicht. Oh, ich dachte, ich krieg jetzt eine Show für mich allein. Warum ist eigentlich nur mich? Stimmt, wollten wir das nicht noch für einen vertauschen? Nee, Hilfe! Ich bin der edle Entdecker, ich muss mich entschuldigen. Ich hab mal geblockt zur Abwechslung. Nein! Ich kann mir vorstellen, dass man die mit dem Schwert besiegen soll. Oder mit den Bomben. Doch. Bomben würde sogar zum Zirkus passen. Ich glaube, ja. Ja. Hilf die Kette! Okay. Ja. Entdecker war richtig. Aua! Ich kann die Bomben gar nicht. Du nicht, ich schon. Aua. Weißt du, was ich vergessen habe? Was? Warte. Ich kann das zumindest so ausgleichen. Ach, das Item. Heilung! Ich will auch. Ich habe andere Probleme. Ich konnte nicht stehen bleiben, ich musste meine Fähigkeit zurückholen. Au, ist böse. Wenn ich immer zu dir gebraucht habe. Weiß ich nicht. Ich spiele das Spiel auch zum ersten Mal Koop. Aua. Wir haben hier gerade eine Session, ne? Nicht eine einzelne Aufnahme über mehrere Wochen, nein. Das ist eine Aufnahmesession gerade. Ich habe sie getroffen da oben. Das ist alles, was zählt. Oh, ich kann ihre Dinge einsammeln und zum Schwert Kirby werden. Aua. Aua. Ich sterb jetzt. Übernimm du mal den Kampf. Ich darf nicht mehr. Ja, toll. Ich werde mir die Fahrer von dem probieren. Mach das mal anders. Ich gehe einfach mit den Stachelschilden in sie rein. Wollt mich nicht angreifen. Ne? Ich hab die Schlachel in sie reingedrückt. Also, war das noch sehr viel Leben übrig? Ja, ich habe eindeutig den No-Damage-Stil geschafft.
kriegen wir denn? Fleischdeckbohrer, also einen neuen Bohrer. Oh. Hopp. Ach, diese Musik, die ich hier mache. Musik ist wunderbar. So, was habe ich jetzt nicht schon geschissen bekommen? Sie gehen immer ohne zu schweben. Also, ich darf nicht fliegen, okay. Das machbar. Ja, einmal denke ich mir natürlich nur Damage. Und eventuell mit Bomben oder ohne Items besiegen gibt's auch. Ah, ja. Okay. Oh, wir fliegen wieder zurück nach Waddle Dee Town. Gibt's was Neues zum Freischalten? Oh, hoffentlich. Bohrer. Nein, da oben. Achso. Mit dem Bohrer fliegt er nicht zurück. Ist weiter gewachsen, ja. Und die Serie 2 ist jetzt endlich mal da. Okay. Neue Figürchen zum Sammeln. Yay. Wahrscheinlich eine Arena, wo man gegen die Bosse nochmal kämpfen kann. Ich habe da schon einen Boss gesehen. Hallo Meta Knight. Das ist der beste Krieger im Spiel. Ja. Ich bin gespannt, was der nächste Bohrer kann. Aber erstmal. Einmal zum Mitnehmen einen. Und einen zum hier essen. Ja. Weil wir haben sehr viel Leben übrig, habe ich gesehen. Total. Guck mal, der hat nicht so einen Stress beim Austeilen. Ne. Er hat nicht so viele Kunden wie wir. Oh, ich habe das noch nie so gesehen. Oh, in einer Folge, Bruder. Ja. Oh, das große Schwert, das mag ich nicht, das ist so schwerfällig. Aber ich bin gespannt, was man in der Arena freischalten kann. Ich hätte das spielbaren Charakter? Nee. Wäre schon cool. Ja, Bleistiftbuch hab. Was darf ich mir darunter vorstellen? Wenn du mit Actually lieber mich dann spielen wie Waddle Dee. Nee, das hat so gezwungen, Waddle Dee zu nutzen. Oh. Aber Meta Knight ist cooler. Weißt du, dass Meta Knight cooler ist? Ein cool aussehender Bohrer. Was kann der jetzt? Ach, wenn ich so aus dem Boden rauskomme, dann fliegt so ein Bleistift rum. So, jetzt kann ich hier ja mal einmal zeigen, wie das Maximum davon aussieht. Na, hab's nicht geschafft. Einen Moment. So ganz knapp ist das halt. Pum! Ne. So, da wollte ich Tani einmal gezeigt haben. Gucken wir uns die Arena, glaube ich, als nächstes an, ne? Für diese wunderschöne Packung. So, was hast du zu erzählen? Als du den Mikrofon in die Spitze kennst, kannst du nicht ein besonderer Preis. Jetzt haben wir die haben gerade bekommen, ein Kämpfer und jetzt mir einiges einfach. Frisch eingetroffen, neue kleine Bock. Genau wie wir in den neuen Weg. Es ist schön, dass du das zu leise vorliest. Achso. Entschuldigung. Okay. Das gibt's einmal im Solo und einmal im Team-Modus. Belohnung für Abschluss ist irgendein Teil. Ja, würde ich sagen, der nächste Part ist dann hier Turnier-Arc. Also sage ich hier jetzt mal schau. Und wir sehen uns dann beim nächsten Part wieder. Er hebt so lange ab. Ich hebe ab.